So, da wären wir wieder und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Okay, ich werde jetzt einfach mal den Controller, wer ist so komisch und Kabel verheddert, kurz um sich rumdrehen. So, läuft wieder. Oh, das sieht ja schick aus. So, wir haben eine weitere Mission und zwar sollen wir zu einer nächsten Raststätte fahren und dort, nun ja, tun wir eins will ich aber wissen. Chocobo, 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 Chocobo. Chocobo mieten. Ist momentan eingestellt. Ja, klar, leck mich doch. Egal, auf jeden Fall. Wir sollen zur Raststätte fahren. Und dort dann etwas erledigen. Sprich, wait. Okay, wir nehmen den Regalia. Automatisches Fahren, manuelles Fahren, Geschäft, Hauptmenü. Manuelles Fahren, bitte. Fahrschüler! Ja, klar. Okay, dann will ich gleich einfach mal gucken, welche Route die schnellste wäre. Die schnellste wäre natürlich geradewegs hier runter. Also nach rechts und da... wir können aber natürlich auch hier lang. Na... na, komm. Es geht, wir nehmen den schnellsten Weg. Erkunden können wir auch noch später. daher weht der Wind also, ne? Und das Final Fantasy Radio ist an und ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie man ihn langsamer macht, beziehungsweise wie man die Sicht des Regalias ein wenig verändert, sprich rauszoomt. Ich habe es immer noch nicht herausgefunden. Wenden, aussteigen. Werde ich wahrscheinlich später noch erfahren, etc. Beziehungsweise im Menü kann ich mir das angucken. Aber nicht jetzt. Ja, parken bitte. Und ja, ich finde es ein bisschen schade, dass man mit dem Auto nicht querfeld einfahren kann. Okay, Ignis übernimmt im automatischen Modus das Fahren. Wenn du im Menü ein Ziel wählst, bringt er dich auf kürzestem Weg dorthin. Nach nachts, wenn sicher die Gegend unsicher machen, fährt Ignis jedoch nicht. In diesem Fall muss Noctis das Steuer übernehmen. Es ist mir egal, also ich fahre gerne, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich werde jetzt erst einmal, bevor ich irgendetwas anderes mache, werde ich ein Foto schießen. Doktor, mit der Ente. Gut. Hier haben wir den Shop. Brauchen wir aber erstmal nicht. Nani? Was haben wir denn hier? Justice Monsters 5. KMA hat ein Upgrade angekündigt. Der Kampf für die Gerechtigkeit geht weiter. Warum nicht? Komm. Spielen wir eine Runde. 10 Geld können wir übrigen. Justice Monsters 5. Ich bin jetzt nicht so wie... manchmal bin ich ja Fan von Minispielen spielen. Kommt auf an, wie sie gemacht sind. Bei Witcher 3, Gwent, war es da nicht so wirklich mein Fall. Egal. Die vom Gargoyle-Prinzen angeführte
Bahamut-Flotte hat den Planeten Nova und seine friedlichen Monsterbewohner angegriffen. Doch zum Glück gibt es die Justice Monsters, furchtlose Ritter der Gerechtigkeit. Ein epischer Kampf um Frieden und Freiheit schickt sich an, die Grundfesten der Galaxie zu erschüttern. Okay, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Schießen, anschneiden, aufladen. Okay, aufladen. Okay, dem haben wir es ordentlich besorgt. Aufladen, warten und ballern. Okay, so viel Superfähigkeit. Auswechseln, aufhören. Nö, ich will nicht aufhören. Okay, dann will ich einfach mal. Okay. Superfähigkeit funktioniert offensichtlich auch noch nicht. Können wir gleich nochmal gehen. Okay, es scheint recht einfach zu sein. Ich habe keinen Schaden genommen, aber egal, schön. Boss Encounter. Okay, jetzt bin ich mal interessiert. Okay. Dem mache ich ordentlich Damage, so viel steht fest. Schön auf die Fresse gehauen. Der hat ja zwei Balken. Oh, Kacke. Lol, geschafft. Nice. Stage cleared. Okay, ich glaube, ich weiß mittlerweile, wie das Spiel ungefähr funktioniert. Second wave. Irgendwie kriege ich die alle One-Hit. Sehr seltsam. Boss-Encounter. Vielleicht sollten wir mal auswechseln. Nee, auswechseln geht aus irgendeinem Grund nicht. Zwei, eins. Okay, jetzt habe ich gut Zeit. Nice! Was auch immer das bedeutet. Und ich heile mich. Stage cleared. First wave. Ja, ich bin natürlich so gut, dass ich das einfach so hinkriege. Ach, so kann man wählen. Ich verstehe. Okay. Okay. Was kann der? Und der kann... Whatever das ist. Fuck it. Ich nehme den Feuertypen. Der hat bisher. Hat es bisher am besten gebracht. Komm. Die Level 7er schaffe ich doch, oder? Sollten kein Problem sein. Geht doch.
Okay, Boss. Was die Superfähigkeit ist, wundere ich mich immer noch. Ah. Okay. So, und? Habe ich genug Damage gemacht? Ich weiß es nicht. Ich verstehe so langsam, wie das funktioniert. Bonus Damage. Ich glaube, ja, das geht mal wieder daneben. Okay. Ja. Und jetzt hart auf die Fresse. Stage cleared. Das geht wahrscheinlich so lange so weiter, bis ich tot bin. Yeah. Ich habe ihn überhaupt nicht getroffen. So läuft schon besser. Ui, Bonus Damage. Easy. Boss Encounter. Okay, alles klar. Okay, und Lila hat seine Spezialfähigkeit offensichtlich schon wieder aufgeladen, die ich überhaupt nicht brauche, weil ich den Boss einfach mal eiskalt gekillt habe. In einem Blow. Nice, Alter. Hard nice. Komm, auf die Fresse. Bam. Gut, und von allen habe ich jetzt wieder die Spezialfähigkeiten. Okay, Level 13 Schleim. Was auch immer das sein soll. Okay, ich scheine schon etwas mehr Damage zu bekommen. Von diesen Viechern. 400 Damage, das ist nicht schön. Wie viel Leben haben meine Teile überhaupt? Ich darf also auch nicht von oben da rein, verstehe. Und ich sehe
Mein Viech hat ganz schön hart Schaden genommen. Okay, ich muss gleich auf jeden Fall wechseln. Okay. Das hat hart auf die Fresse gegeben. Komm, Damage. Ja, Bonus Damage. Nice. Dritte Welle? Ich dachte, jetzt kommt schon... Na gut, es macht Sinn, dass es eine dritte Welle gibt. Komm! Okay, was auch immer das sein soll. Irgendein Bonus würde ich mal schätzen. Ich muss meine Attacken besser koordinieren. Die scheinen irgendwie... Ich bin nicht sehr effektiv gegen die Spasten. Schon besser. Viel besser. Okay. Komm auf die Fresse. Und... Nice. Okay, aber es wird deutlich schwieriger, habe ich das Gefühl. Oder auch nicht. Das Ding ist einfach wahnsinnig böse. Und boom! Ach komm, nur einen drüber. Okay, immerhin etwas. Juhu! Und extra Leben, das gefällt mir natürlich. Third Wave. Bestimmt gibt es ja auch schon noch eine vierte Welle. Nice.
Drei Balken. Und mittendrin, boom. Okay, der hat viel zu viel Damage eingesteckt. Boss besiegt. Ich brauche ein Medikit für den R-Typen. Brauche ich definitiv ein Medikit. Ja. Gut, alle werden davon geheilt. Das ist super. Noch einfacher. Nur Eisviecher. Und easy geklärt. Sauber. Eigentlich ist das, glaube ich, mega unbalanciert. Obwohl, wenn ich gegen Feuerviecher kämpfe, dürfte dieses Eisding, Wasserteil natürlich mehr Schaden machen als ein Feuerbällchen. Ach, nix. Wahrscheinlich gegen die Kante. Dammit. Okay, jetzt kommt der Boss. So ein Totenkopf-Ding. Okay, 13 von den Dingern. Ich weiß nicht, was sie mir bringen. Aber der Boss kriegt gerade hart aufs Maul. Lohnt sich das dafür, seine Superfähigkeit zu verwenden? Nein. Nicht wirklich. Und tot. Stimmt, das ist ein Feuerboss. Das Ding macht ihm natürlich noch mehr Damage. Macht Sinn.
Ach, fuck it. Wir nehmen den Schaden. Okay, wir zocken jetzt wahrscheinlich die ganze Nacht durch, so wie ich mich kenne. Ich hab den echt nicht getroffen? Na gut. Jetzt aber. Und gekillt. Hard Damage. Der lebt noch. Nice. Eins erledigt. Damage, Damage. Oder Tech Ready, was auch immer. Ich habe dem Viech überhaupt keinen Damage gemacht, als ich es probiert habe. Dagegen ist wohl dieses lila Viech besser. Ich habe es trotzdem gekillt. Okay, Boss. Okay, mal gucken. Damage, los. Oh, HP ab. Das ist natürlich nice. Und ich gebe dir den Rest. Nice. Das macht es mir natürlich einfach, wenn ich jetzt so komische Feuerviecher da habe. Und ich natürlich mit dem Wasserviech anfangen kann. Ich glaube, gerade eben kam halt die Stage der hauptsächlich Wassermonster. Jetzt kommt eine feurige Stage. Direkt Bosskampf. Kein Problem. Und auf die Fresse, auf die Fresse. Sauber, genau so will ich das sehen. Und erledigt. Okay, dann erledige ich erstmal dieses Wasserding. Oder beide. Warum nicht? Warum nicht gleich beide? Ich meine, wenn es sich anbietet. Vielleicht ist das ja dann doch eher die bessere Wahl.
Nein. Nope. Eindeutig Wasser. Komm, Leben, Leben! Oder das, was auch immer. 20 Stück davon habe ich schon. Nice. Und du bist gleich auch tot. Sauber. Leider nichts. Die Gegner werden schon ein bisschen höher. Oder hatte ich vorhin auch schon Level 20er? Wahrscheinlich nicht. Und jetzt kriegst du auf die Fresse, du komisches Greifen, Donnerding. Komm. Nice, heat up. Noch ein Heal ab. Nice. Dann bist du hier eher richtig. Yeah, natürlich treffe ich nichts. Wieso auch? Okay, jetzt seid ihr beide dran. Ach, damit habe ich den anderen nicht damit erreicht. Das war jetzt ungeschickt, das gebe ich zu. Nice. Nummer 3 davon. 25 von diesen goldenen Buhr-Dingern habe ich nun. Und mittendrin eins drauf. Und die AP sind hart gesunken. Oh, ich merke gerade, ich habe noch gar nicht meine... Spezialfähigkeit mit dem Ding. Ich
Irgendwie muss dieses braune Ding immer am meisten einstecken. Komm. Alter, das, du willst mir jetzt nicht sagen. Ja, läuft doch. Das ist verdammte... Okay, geschafft. Nice. Hui. Also der ist schon fast gestorben. Das hat ein bisschen manchmal. Und es wird auch immer schwieriger, den richtigen Moment abzupassen. Immer schwieriger. Aber es ist irgendwie... Man kann nicht aufhören! Komm, Leben! Oder das, was auch immer. Okay, der trifft. Und nochmal. What the... Nice. Und heal up. Bosskampf, alles klar. Wechsel. Komm, erledige das! Leben. Oder extra Damage, mir auch recht. Okay, der extra Damage hat ihn gekillt. Nice. Ich sollte auch ein bisschen vorsichtiger sein, was den Umgang mit den Viechern hier angeht. Der hat immer noch die Hälfte sein und nicht noch die Hälfte leben und ha. Man muss vorsichtig sein. Der ist... Müsste er eigentlich. Komm. Okay, Leute, ich sehe gerade, wir sehen uns der 40-Minuten-Marke. Aber ich würde das ja schon gerne noch schaffen. Beziehungsweise so weit, wie es irgendwie geht.
Was passiert eigentlich, wenn eins dieser Viecher drauf geht? Also richtig drauf geht. Du wirst dich doch natzen, oder? Oh mein Gott, mein Leben. Okay. Geschafft, zweite. Gut, dagegen sage ich natürlich auch nichts. Komm. Okay, das wäre jetzt recht verschossen. Okay, mir reicht's. Komm. Du kriegst das Viech. Nein, du auch nicht. Alter. Ihr wollt mich doch natzen, oder? Ist das jetzt irgendwie Mr. Unkillbar geworden, oder was? Endlich hat er mal einen Damage gekriegt. Okay, das war... Okay, ich gebe zu, ich stelle mich gerade ein bisschen sehr dämlich an. Komm schon. Extra Damage, wer sagt's denn? Und tot. Ich glaube, das wird das letzte Abenteuer. Unser letztes Abenteuer werden. Vielleicht können wir es ja doch noch schaffen. Wie schaffe ich es eigentlich immer, die Spezialfähigkeiten genau in dem Moment zu aktivieren, in dem sie mir nichts nützen? Oh, heilen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt kommt ein Boss. Und ich mache den Typen so gar kein Damage. Okay, dafür, dass ich keinen Damage mache, mache ich aber ordentlich viel Schaden, fällt mir gerade auf.
Und jetzt gibt's auf die Fresse, Junge. Und ich hab's doch mal wieder geschafft. Nice. Alter Schwede. So, ich würde mal sagen, das war's dann aber auch für diese Folge. Ich habe praktisch nichts anderes gemacht, als hier dieses Spiel zu spielen. Naja, das muss dann auch einfach mal sein. Wobei, wisst ihr, ich werde das einfach mal so lange spielen, bis es tatsächlich nicht mehr geht. Und je nachdem, wie lang das dann ist, werde ich das einfach mal vorspulen. Den Rest. Beziehungsweise offline. Ja, das ist, glaube ich, besser, das offline zu Ende zu spielen. Und so wird es nachher noch viel zu lang. Auf jeden Fall, es hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Da werden wir auch nicht weiterspielen. Keine Sorge deswegen. Haut rein, Leute. Ihr seid die Besten und... Ach, komm schon. Läuft doch. Viel Spaß bei der nächsten Folge von Final Fantasy 15. Bye, bye.